Beim Atem des Erbauers. Was stinkt da so? Als hätte jemand eine Brauerei in Brand gesteckt. Da hat wohl jemand was getrunken. Ihr trinkt hier einfach so ein? Ich habe kein Geld und auch sonst keine Wertsachen, wie ihr ja selbst sehen könnt. Wenn ihr einen traurigen alten Mann ausrauben wollt, dann macht bitte schnell. Ich habe ohnehin kaum noch was, wofür es sich zu leben lohnt. Die Miliz braucht dringend eure Hilfe. Ich will euch nicht ausrauben, nur mit euch reden. Prügel sind unnötig, wenn ihr tut, was ich sage. Kein Grund zu leben wie das. So, wollen wir auf seine Dinge reingehen? Können wir machen. Das geht euch wohl kaum etwas an. Und wenn in der Nacht die Monster kommen, bin ich sowieso tot. Wenn ihr mich noch mehr einschüchtern wollt, nur zu. Och, wir wollen dich gar nicht einschüchtern. Warum habt ihr euch in der Schmiede eingeschlossen? Pfui, ihr stinkt wie eine Brauerei. Die Miliz braucht dringend eure Hilfe. Was wisst ihr über die Vorgänge hier? Die Schmiede ist also zu. Ich muss gehen. Gucken wir mal, was die Schmiede sagt. Seht euch um. Die Miliz hat alles Verwertbare mitgenommen. Ich könnte das Feuer wieder anheizen. Aber nicht so lange Murdoch mir nicht zuhört. Okay, was wisst ihr über die Vorgänge hier? So, das können wir auch nochmal drücken. Ihr meint, warum diese Kreaturen das Dorf angreifen? Offensichtlich verseucht etwas Böses das Schloss. Meine Tochter hat erzählt, ihr Lesser habe etwas vor. Sie versteckt Dinge vor ihrem Gatten. Ich sagte Verlena, sie bilde sich das nur ein. Aber womöglich hatte die Alessa doch etwas vor. Okay, die Alessa. Vielleicht. Okay, ich will noch über was anderes reden. Habt ihr jemanden davon erzählt? Natürlich nicht. Wem auch? Und wofür sollte es noch gut sein? Hätte ich meinem Mädchen nur besser zugehört. Ich will noch über was anderes reden. Nein, glaubt ihr, die Alessa ist schuld an Earlines Krankheit? Was wisst ihr über die Alessa? Können wir mal über die Krankheit fragen? So eine Anschuldigung würde ich niemals vorbringen, aber vielleicht. Wenn sie verderbte Magie einsetzt, könnte genau das geschehen sein. So, was wisst ihr noch über die Alessa? Nur, dass sie von jenseits der Berge im Westen kommt. Aus Orle. Sie ist viel zu jung für unseren Aal, finde ich. Und was man so hört, viel zu stolz und eigensinnig. Okay, was hat sie denn noch gesagt, die Tochter? Sie dachte, die Alessa habe eine Affäre mit dem Hauslehrer, den sie für ihren Sohn Connor angestellt hat. Ich wünschte, ich hätte ihr etwas genauer zugehört. Es ist nun ohne Bedeutung. Sie ist für mich verloren. Und ich kann wegen ihrer Warnungen nichts mehr unternehmen. So, dann spreche ich noch über was anderes. Nämlich? Die Schmiede ist also zu, das hatten wir ja gerade. Die Miliz braucht dringend eure Hilfe. Warum habt ihr euch in der Schmiede eingeschlossen? Wir nehmen erstmal die Hilfe. Warum sollte ich Murdoch helfen? Hilft mir auch nicht. Meine Tochter Verlena ist Dienstmädchen bei der Alessa und sitzt oben im Schloss fest. Aber der Bürgermeister schickt keine Hilfe. Seit dem Tod meiner Frau vor 2 Jahren ist sie mein Leben. Jetzt ist sie tot oder wird es bald sein. Mir ist egal, was mir, dem Dorf oder sonst wem zustößt. Ihr könntet arbeiten und mithelfen, sie zu retten. Er kann niemanden schicken, das wäre Wahnsinn. Ich werde eure Tochter retten. Wollt ihr euch zu Tode saufen? So, wir machen Nummer 4. Ich will ein alter Mann. Jeder weiß, dass wir die Nacht nicht überstehen werden. Oder wollt ihr uns etwa retten? Ihr könnt euch selbst retten. Ja, werde ich. Ich werde es versuchen. Ach ja? Vielleicht liegt's am Alkohol, aber ihr klingt, als würdet ihr daran glauben. Passt auf. Wenn ich für Murdoch und seine Männer Reparaturen durchführen soll, dann müsst ihr versprechen, im Schloss meine Tochter zu suchen. So, also der Rest ist sowieso interessant. Ich gebe mal mein Bestes. Das reicht nicht. Dasselbe hat Murdoch gesagt. Und dem habe ich auch nicht geglaubt. Ihr verlangt viel, armseliger kleiner Mann.
Ich will euer Versprechen, dass ihr nach ihr sucht und sie zu mir zurückbringt, falls es möglich ist. Ich verspreche euch, sie zu finden. Warum sollte ich euch nicht einfach belügen? Aber momentan kommt niemand ins Schloss. Okay, wir versprechen es. Einverstanden. Es ist wenigstens ein Fünkchen Hoffnung. Na großartig. Retten wir als nächstes Kätzchen aus Bäumen. Jo. Na gut. Obwohl ich Katzen nicht mag. Dann an die Arbeit. Ich muss das Schmiedefeuer entfachen und noch etwas Eisen finden. Vielleicht bei der Mühle? Murdoch soll seine Männer so bald wie möglich herschicken, wenn ich bis zur Nacht alles reparieren soll. Und wenn ihr etwas braucht, sagt es mir einfach. Und jetzt habe ich zu tun. Entschuldigt mich. Gut, wir haben im Schloss verschwunden. Neue Quest. Morrigan ist dagegen. Lea stimmt zu. Ach, Alice enthält sich. Wie immer. So, wir quatschen wir nochmal an. Ich gehe zu. Es tut gut, endlich aktiv zu sein und etwas zu unternehmen. So, schön, dass ihr jetzt eine Aufgabe habt. Morgen sicher nicht mehr nüchtern. Reden wir über das Geschäft eventuell. In Ordnung. Vielleicht hat er ja was. Viel habe ich natürlich nicht. Aber ich tue für euch, was ich kann. So, wir haben, das ist von unseres und das ist von ihm und er hat leider überhaupt nichts, was wir gebrauchen können. Oh, Mist. Deswegen weg damit. Schwurbewahrer, nee, das brauchen wir. Oh, das hat ein Ding in Sockel. Silberbreit hat sogar zwei Sockelflächen, das wissen wir. Bergansbogen, das ist auch gut. Das ist der Zauberstab noch von Morrigan. Hier haben wir lauter anderen Kram, den wir noch nicht gebrauchen können. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wir haben ihn überredet. Er wird uns helfen beim Kampf und wird Reparaturen durchführen. Und führt anscheinend endlich die benötigten Reparaturen durch. Der verdammte Narr ist betrunken. Trotzdem sieht die Schmiedekunst bei ihm ganz leicht aus. Das ist gut genug, würde ich meinen. Ich benachrichtige Ben Teagan, dass die Miliz kampfbereit ist. Wir werden diesen Schweinen einen unvergesslichen Empfang bereiten. Das ist gut. Ich bin bereit für den Kampf. Der Sonnenuntergang kann kommen. Überreden, wir sind mehr als bereit, Murdoch. Wir werden siegen. Ich habe einige Fragen. Wie ist die Moral? Ich möchte über Dwin sprechen. Ja, nochmal. Ich will nochmal über Dwin sprechen. Danke, dass ihr ihn überredet habt, herzukommen. Ich bin sicher, er wird uns eine große Hilfe sein. Ich möchte noch über etwas anderes sprechen. Ach, das ist... Das ist ja wirklich... Noch Zeit bis Sonnenuntergang. Also man kann nichts machen. Wie ist die Moral? Momentan noch gut. Viel besser, als ich erwartet hatte, um ehrlich zu sein. Dwin gibt den Männern ein wenig Selbstvertrauen. Es ist gut, einen Veteran an der Seite zu wissen. Meine Männer dürfen in der Taverne umsonst trinken. Naja, besser sie ertränken ihre Ängste, als dass sie beim Warten auf den sicheren Tod völlig durchdrehen. So sehe ich das auch. Drauf. Ihr habt Owen zum Arbeiten gebracht und wir sind deshalb brauchbar bewaffnet. Das ist eine große Erleichterung. Die Miliz ist tatsächlich bereit für den Kampf. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Ist noch irgendwas? Ja, ich will noch. Ich habe ein gutes Gefühl wegen heute Nacht. Gut, dass ich mich daran jetzt gerade erinnere. Wir müssen noch einmal in die Kirche und wir müssen nochmal den Segen erbitten. Und dann sollte alles geschafft sein. Also, nochmal den Segen holen. Was braucht ihr? Segen. Ich erbitte euren Segen, Mutter. Der Pet braucht heiligen Schutz für seine Ritter. Ich habe für sie getan, was ich konnte. Ich bete jede Nacht für sie und bitte den Erbauer um Vergebung ihrer Sünden, bevor sie den Tod finden. Was Sir Perth sucht, steht zu geben, nicht in meiner Macht. Was meint ihr damit? Könnt ihr sie einfach segnen? Dann betet nicht intensiv. Ihr betet nicht intensiv genug. Nein, betet ihr nicht. Nein, nein, nein. Was meint ihr damit? Sir Perth glaubt, ich könnte sie vor diesen Kreaturen beschützen. Aber so ein Schild bedarf der Macht des Erbauers. Ich enthalte ihm nichts vor. Könnt ihr ihm nicht einfach sagen, der Erbauer wache über ihn?
Moral ist eine mächtige Waffe, wisst ihr? Ja. Soll ich sie etwa glauben lassen, der Erbauer würde ihnen im wörtlichen Sinne Schutz gewähren? Zu dieser Lüge bin ich nicht imstande. Überreden, aber wenn sie glauben, dass es hilft, einschüchtern, ihr werdet ihnen helfen, weil ich es sage, und zwar sofort. Ihr habt wohl recht. Dann müssen wir wohl ohne zurechtkommen. Also versuchen wir mal zu überreden, sonst... Ich kann das nicht. Ich weiß, ihr eigener Glaube würde sie motivieren, aber die Männer müssen von allein dorthin kommen. Ich werde sie nicht belügen. Bitte. Ich muss mich um diese armen Menschen kümmern. Tun wir einfach beide alles, was wir können. Tja, leider hat das nicht geklappt. Quest aktualisiert. So. Erklären Sie Pers Mut die Gründe. Okay, wir versuchen Ihnen das zu erklären. Eventuell. Möchtest du nicht kämpfen? Guten Tag. Guten Tag. Kann man hier raufklicken? Ach so. Ja, kann man. So, da hinten ist Buch. Eventuell können wir das Buch auch nochmal angucken. Warum sind Mutter und Vater noch nicht zurück? Ich werde es tun. Alte Frau. Der Ben hier. Murdoch und Sir Perth sind beide bereit für die Nacht. Das sind ausgezeichnete Nachrichten. Es sind mehr über euch. Ich möchte die Lage mit euch besprechen. Gucken wir mal, was er tun kann. Sagen kann. Sind hier welche von Earl Eamon Rittern? Warum seid ihr mit den Dörflern in der Kirche? Was genau greift eigentlich das Dorf an? Was passiert denn nach der Schlacht? Ach, egal. Nun gut, dann viel Glück. Da muss irgendwo ein grauer Wächter herkommen, um die Moral der Leute zu stärken. Und denn... Nix. Nix tut er. Er macht nix. Ist das nicht traurig? So, wir gehen nach oben. Wir gehen zu Sir Pass und erzählen ihnen und erklären ihnen die Situation, dass die Priesterin ihn nicht anlügen will und denn sollte eigentlich das Ganze dann losgehen können. Ich glaube, wir sind ja, er sagt ja, es ist kurz vor Sonnenuntergang. Wo die Sonne steht, das weiß ich denn nicht. Die steht nämlich schon die ganze Zeit so, seitdem wir hier sind. So. Die Ritter von Redcliffe sind bereit für eure Befehle zum Kampf. Ich bin bereit, hier zu kämpfen. Ihr sagtet, ihr wollt Heiligenschutz. Wie ist eure Lage? Ich hatte einige Fragen. So, Heiligenschutz. Ja, habt ihr mit der verehrten Mutter gesprochen? Hat sie euch etwas gegeben? Sie glaubt nicht, dass sie euch helfen kann. Verstehe. Dann müssen wir uns auf unsere eigenen Gebete verlassen. Der Erbauer wird uns nicht helfen. Danke für eure Mühen. Wir werden dennoch weiterkämpfen. Gut, ich bin bereit, hier zu kämpfen. Ihr werdet eine Urne. Wollen wir nochmal wegen der Urne nachfragen? Erzählt mir von der Suche nach der heiligen Urne. Das können wir auch noch machen. Nachdem der Aal erkrankt war, hat ihm nichts geholfen und es wurde stetig schlimmer. Schließlich hatte Alessa Isolde einen Plan. Die Urne der heiligen Asche ist ein legendäres Wir Ritter haben uns freiwillig für die Suche danach gemeldet. Wir hatten das schon gemacht. Wie ihr wünscht, grauer Wächter. Der Erbauer wache über euch. Wir hatten alles schon durch. Irgendwie leider hat sich die Dinge wiederholt. So, dann beginnen wir mal den Kampf heute denn. Heute. Nee. Nein, wir beginnen jetzt den Kampf. Wir werden jetzt zu Murdoch gehen und werden sagen, wir sind bereit und warten dann auf den Sonnenuntergang. Und dann geht's los. Die Reparaturen werden erledigt. Ziemlich flott sogar, dafür, dass Owen volltrunken ist. Wir können es schaffen. Wir werden es schaffen. Ich bin bereit für den Kampf. Der Sonnenuntergang kann kommen. Seid ihr sicher? Wenn ihr mit Sir Perth reden oder etwas erledigen müsst, habt ihr noch etwas Zeit? Nein, ich bin bereit. Auf den Sonnenuntergang warten. Dann wünsche ich euch viel Glück. Ihr werdet es brauchen. So, ich glaube, wir hatten alles erledigt gehabt. Ich glaube, Sir Pat war jetzt nur mit dem Kampf. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt extra noch Bescheid sagen soll, dass er jetzt hier kommt. Also, und wir drücken uns mal aus.
verbrennen wir diese unreinen Kreaturen. Das sieht schon irgendwie spooky aus, oder? Aua. Da gehen die ganzen Sachen an. Oha, das geht richtig ab gerade hier. Ich hoffe, wir verlieren keine Leute. Oh, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Das ist auch nice. So, ganz schnell mal reinklicken. Komm schnell, ich brauch... Ah, ist das nicht möglich. So, wieso rennen die... Oh, Morrigan, Morrigan. Okay, allen geht's gut. Allen geht's gut. So, eisige Umarmung. Also bei mir ist das gerade ziemlich laut alles. Ich hoffe, man kann mich hören, aber ich glaube mal schon. Gut. Alles klar, Morrigan. Morrigan, oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Die Monster greifen vom See aus die Barrikaden an. Wir brauchen Hilfe. Vom See aus. Ritter, zeigt mir sofort den Weg. Los, wir müssen uns beeilen. So, wir müssen runter, aber ganz kurz. Wir müssen kurz die Stufe aufsteigen. Wir hauen alles in Stärke rein. Weiter. So, Krieger... Haben wir das schon gehabt? 14 ist die Modus aktiv. Nimmt der Krieger eine herausfordernde Haltung an? Nein, brauchen wir nicht. Zweihand brauchen wir auch nicht. Oh ja, wir können zweihändig endlich mal einen weiteren Betäubenden treffen. So. Nice. Und jetzt müssen wir schnell runter. Du hast soeben eine Spezialisierungsqualifiziert, eine besondere Form der Basisklasse. Oh, das können wir auch machen. Habe ich gar nicht gesehen. So, wir kommen von hinten. So, wir, alles was... Wir müssen die gelb leuchten, müssen wir... Das sind nämlich die stärkeren, die größeren, so wie es aussieht. So. Hoffen wir, dass alle aufstehen. So. Da haben wir noch welche. Na komm. Lauf doch nicht weg. Zack. So, den geht's allen gut. Oh, leider ist eine Stufe aufgestiegen. Das ist gut. Eventuell können wir trotzdem noch die Spezialisierung gleich noch durchziehen. Zu hier. So, Rüstung durchtrennen. Zack. Den nehmen wir. Oder den nehmen wir. So, dann kommen wir weiter. Zack. Schön eine mit dem Knauf in die Fresse. So. Und einen nochmal mit dem Knauf hier. Wer ist denn? Zack. Oha, ich sollte mich heilen. Einmal Wundumschlag. Dankeschön. So. Layla geht's nicht so gut. Die sollte sich dann auch was geben hier. Gut. So, Knaufschlag. Wir haben keine Ausdauer, ne? Wir müssen da auch nochmal einen Pilz nehmen oder so.
So, schwache Elixier der Dinge. Benutzt Elixier der Erde und erhöht kurzzeitig die Resistenz an, wenn es gegen Elektroschaden. Das brauche ich nicht. Ich brauche sogar instabile Dinge. Ich brauche auf jeden Fall was für die Ausdauer. Witzig. Wir müssen die Ausdauer ein bisschen hochkriegen. Bei Morrigan ist die Mana momentan ziemlich schwach. Oha, das war einer von meinen. Oder was war das? Oha, ich glaube, das sind welche von uns verschwunden. Noch irgendwas? Oh. Wir haben es geschafft. Wir haben, glaube ich, die Nacht überlebt. Der Morgen dämmert und wir haben die Nacht überlebt. Der Sieg ist unser! Und obgleich der Sieg viel gekostet hat, müssen wir bedenken, dass wir alle nicht hier stünden, ohne den Heldenmut der guten Leute neben mir. Danke, guter Herr. Der Bauer hat auf uns herabgelächelt, als er euch in unserer dunkelsten Stunde zu uns geschickt hat. Oh, es gibt noch viel zu tun, Ventigen. Es war mal eine Freude, dem Dorf zu helfen. Können wir dann bald mal über die Belohnung reden? Es war mir ein Vergnügen. So, wir sind denn... Ja, erstmal müssen wir uns freuen, dass wir auch was geschafft haben. Beugen wir das Haupt und ehren wir all jene, die ihr Leben bei der Verteidigung von Radcliffe lassen mussten. Murdoch von Radcliffe, Bürgermeister und geliebter Vater, wir ehren euch. Ihr und so viele, die hier ihr Leben lassen mussten, geht mit ihm, eurem Erbauer. Möge der Frieden seiner Liebe euch lange begleiten. Tja, so sei es. Mögen ihre Ahnen sie willkommen heißen. Wir sind Zwerg. Wenn der Erbauer es zulässt, erlaubt unser heutiger Sieg, dass ich ins Schloss vordringe und unseren Aal suche. Seid wachsam und achtet auf Zeichen neuer Angriffe. Wir kommen so bald wie möglich mit Neuigkeiten zurück. Nun, vergeuden wir keine Zeit mehr. Trefft mich bei der Mühle. Dort können wir weiterreden.